Herzlich willkommen heute Abend zum Seminar Fachfremd Mathematik unterrichten. Ich habe mich heute auf Klasse 2 konzentriert und es ist klar, dass ich natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Klasse 2 Mathematikunterricht hier behandeln kann in einer Stunde. Aber ich habe versucht, natürlich die wichtigsten Kernpunkte hier herauszunehmen. Ich darf mir noch kurz vorstellen, mein Name ist Thomas Laubis, ich bin Rektor einer Grundschule in Baden-Württemberg, sitze ganz im Süden von Baden-Württemberg, direkt an der Schweizer Grenze. Ich bin außerdem Autor und Herausgeber des Mathe-Tiger im Mildenberger Verlag. Ich habe hier einen technischen Hinweis. Ich habe hier einmal natürlich die Kamera, wo Sie mich sehen. Und dann habe ich aber hier nebendran auch eine Doku-Cam, wo ich einiges zeigen will. Aber wir hangeln uns ein an einer PowerPoint entlang, die Sie auch nachher bekommen können. Um was soll es gehen heute? Natürlich um den Beginn des Schuljahres, der bereits hinter uns liegt. Aber trotzdem hier einige Hinweise dabei sind, auf die ich nicht verzichten möchte. Wir sprechen dann über die Zahlenraumerweiterung bis 100. Und hier habe ich natürlich ganz aktuelle Hinweise, weil ich gerade selber auch eine zweite Klasse habe. Wir wollen uns übers Addieren und Subtrahieren in diesem neuen Zahlenraum unterhalten. Und natürlich über das Einmaleins. Wie Herr Zeckel schon gesagt hat, mögen Sie bitte Ihre Fragen bis zum Schluss aufheben, damit das nicht in diese Aufzeichnung reinkommt, die nachher in einer Mediathek zu sehen ist. Ja, zu Beginn des Schuljahrs in Klasse 2 kommt natürlich jetzt erstmal die Einführung des Heftes. Und dass die Einführung des Heftes sehr zeitintensiv ist, das habe ich jetzt direkt auch in diesem Schuljahr wieder erfahren. Die Kinder haben vielleicht aus dem ersten Schuljahr schon ein Heft gehabt. Bei mir hatten sie es mit großen Kästchen, 7 mm Kästchen. Und dieses Heft dürfen sie auch erstmal weiterführen. Danach wechseln wir zum 5 mm Karo, und das ist für viele Kinder schon anspruchsvoll. Deshalb bleibe ich auch eine ganze Weile bei den 7 mm Karos, zumindest solange die Kinder das noch nicht voll haben, das wir in Klasse 1 schon benutzt haben, um diese Heftarbeit schon etwas vorzubereiten. Es ist sicher hilfreich, wenn Sie gleich von Anfang an ein paar Regeln einführen. Ich nehme immer ein DIN A5 Heft ohne Rand, kein DIN A4 Heft. Mir scheint für die Kinder diese Größe doch deutlich von Vorteil zu sein, weil sie einen viel besseren Überblick haben. Außerdem mit dem großen Mathe-Tiger und dem großen Heft wird es einfach sehr, sehr eng auf dem Tisch, und das ist für viele Kinder ein Problem. Ja, wir lassen oben auch eine Kästchenreihe frei. Ich zeige es mal hier an diesem Beispiel. Wir schreiben oben, ich weiß nicht, das sind natürlich Ihre persönlichen Präferenzen, ob Sie Schularbeit bzw. Hausarbeit schreiben lassen. Datum, Seite und Nummer gehört für mich immer dazu. Das müssen die Kinder immer schreiben, damit man nachvollziehen kann, welche Aufgabe denn bearbeitet wurde. Wir haben im Mathe-Tiger hier immer Heftbeispiele gegeben, ja, sehr oft Heftbeispiele gegeben, um den Kindern auch zu zeigen, wie sollen sie im Heft arbeiten. Das scheint uns sehr nützlich zu sein. Ich möchte Ihnen auch gleich mal ein paar Beispiele zeigen, wie Hefte denn aussehen können. Das ist jetzt am Anfang des Schuljahres eine erste Seite, die die Kinder hier bearbeiten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr vorbildliches Heft.
Das muss man schon sagen, dieses Kind hat sehr, sehr schön gearbeitet. Aber es gibt natürlich auch andere Kinder, die das noch nicht ganz so gut hinkriegen. Und deshalb sieht das dann in vielen Heften auch so aus. Aber Sie sehen, das Kind hat die Regeln beachtet. Es lässt immer eine Kästchenreihe frei. Es schreibt jede Ziffer und jedes Zeichen in ein eigenes Kästchen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Wenn wir im Schuljahr weiter fortgeschritten sind, das ist jetzt vom November, im November ein Hefteintrag, sind die Kinder das natürlich schon viel, viel mehr gewohnt. Wieder ein Kind, das hier sehr schön arbeitet und das alles prima macht, schreibt auch schön Schularbeit obendrauf. Aber ein Heft, das so aussieht, ist mit Sicherheit eher der Standard in Klasse 2. Auch hier hat das Kind wieder sich an die Regeln gehalten. Es schreibt die Seite, es schreibt die Nummer hin, und es schreibt die Aufgaben in die Kästchen, genau ein Zeichen in jedes Kästchen. Die Schrift ist noch etwas ungelenk, aber bei Zweitklässlern ist das nicht ungewöhnlich. Und auch ich kenne natürlich diese Hefte, die auch im November noch so aussehen. Da ist nichts in ein Kästchen geschrieben. Es wurden die Kästchen nicht beachtet, es wurde kein Lineal verwendet, zumindest nicht, um die Tabelle zu machen. Das ist eben auch Realität und dieses Kind bedarf einfach noch viel Einzelarbeit für die Heftführung. Das ist ein Stückchen Arbeit, aber durchaus Realität und wir können das auch natürlich noch bearbeiten mit den Kindern. Ich gehe wieder zurück in die PowerPoint. Ja, die gründliche Hefteintrag und die Einführung des gründlichen und ordentlichen Hefteintrags ist für mich eigentlich schon ein wichtiger Punkt, mit dem der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt wird. Die Kinder bekommen dadurch auch eine Struktur und das ist einfach unheimlich wichtig für mich, für die weitere Arbeit. Deshalb achte ich sehr auf diesen Hefteintrag, der dann nachher auch gewinnbringend ist. Ein zweiter Punkt, den Sie am Anfang des Schuljahres vielleicht beachten sollen, sind die Anschauungsmaterialien und Rechenhilfen, die Sie im ersten Schuljahr verwendet haben. Ich habe ausführlich im Seminar zur Klasse 1 über die verschiedenen Hilfsmittel, Rechenhilfen, Arbeitsmittel, Anschauungsmaterialien gesprochen und wiederhole das jetzt nicht, aber am Anfang von Klasse 2 dürfen die Kinder ihr Hilfsmittel verwenden. Ich sage, ihr Hilfsmittel stellen Sie den Kindern nicht alles zur Verfügung, sondern nehmen Sie ein Hilfsmittel, das den Kindern hilft. Das soll so lange sein wie nötig, aber nicht länger. Nicht aus Bequemlichkeit sollen die Kinder ihr Hilfsmittel verwenden. Ja, springen wir schon eins weiter zum Zahlenraumerweiterung bis 100. Ja, im Grunde genommen bin auch ich mit meiner Klasse noch in dieser Phase der Zahlbereichserweiterung, obwohl wir natürlich auch schon rechnen. Ja, viele Kinder können schon bis 100 zählen, aber haben natürlich noch keinen Zahlbegriff im Zahlenraum bis 100. Und wie schwer der erstmal zu erwerben ist, das habe ich auch in diesem Schuljahr wieder erfahren. Ich beginne diese Zahlbereichserweiterung immer mit so einem ganzen Berg Steckwürfeln. Den lege ich in den Stuhlkreis und die Kinder sollen diese Steckwürfel jetzt mal zählen. Und sie fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Ich achte natürlich auf die 1 zu 1 Zuordnung und es klappt prima. Und wenn sie bei 6, 7, 28 oder 32, 33 sind, unterbreche ich die Kinder und sage, habe ich es nicht gehört, hat was geklopft.
Und gehe dann zurück zum Zählen und wir, dann weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Wo waren wir denn? Ja, dieses Szenario, das mache ich noch ein, zweimal durch. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wie können wir das machen, dass wir nicht immer von vorne anfangen müssen. Und immer kommt ein Kind drauf und sagt, ja, wenn wir Zehner zu Zehner bündeln, wenn wir Zehnerstangen machen, dann können wir schneller zählen. Das ist auch der Punkt und das sollen die Kinder natürlich erfahren. Dann bauen wir schnell Zehnerstangen, so viele wie möglich, und gehen dann über zu den ersten Zahlen, die wir haben. Wir haben Zehner und wir haben Einer. Zehner, Einer. Das ist ein unheimlich wichtiger Begriff für die Kinder, den wir jetzt einführen müssen, aber mit dem Material. Wenn wir die ersten Zahlen so gelesen haben, dann beginnen wir strukturiert, nämlich mit den Zehnerzahlen. Erstmal die Zehnerzahlen. Und dieses Bild ist ein Bild aus dem Mathe-Tiger natürlich, also auf der Seite, aber es ist ein beispielhaftes Bild. Wie alle Kopfbilder soll es die Lehrerin zum handlungsorientierten Arbeiten motivieren. Das, was hier abgebildet ist, ist eigentlich für die Lehrerin, nicht für die Kinder. Die Lehrerin soll da sehen, aha, so arbeite ich mit den Kindern. Und diese Steckwürfelstangen, die bauen wir auch auf. Ich habe so viele, sie brauchen rund 400 Steckwürfel für diese Aktion, um das aufzubauen, um die Kärtchen, die Zehnerkarten und auch die Wortkarten dazuzulegen. Das bauen wir auch im Klassenzimmer auf und das haben wir eine Weile auch da stehen. Und genau dann, wenn es da steht, dann ändere ich es auch mal um und sage, oh, der Mathe-Tiger hat was falsch gemacht oder hat was verändert. Wir müssen es wieder richtig machen, damit die Kinder diese Zehnerzahlen erstmal in der Reihe für sich auch vor Augen haben und die Reihe auch lernen. Nicht alle Kinder können diese Zehnerzahlenreihe schon parat sagen, aufsagen. Deshalb müssen wir das auch üben. Alles, was wir machen, zielt auf dieses Stellenwertsystem, auf unseren dezimalen Stellenwertaufbau. Hunderter, Zehner, Einer. Wobei wir den Hunderter erstmal natürlich noch weglassen. Er ist da, aber noch spielt er für uns keine Rolle. Wir haben verschiedene Zahldarstellungen, die wir mit den Kindern bearbeiten. Das ist die ikonische Darstellung, die zeichnerische Darstellung, wobei ein Zehner durch einen roten Strich dargestellt wird und die Einer werden mittels blauen Punkten dargestellt. Wir haben uns auf diese Farben geeinigt. Der Einer ist blau, der Zehner ist rot, der Hunderter ist gelb. Im Grunde genommen hat das keinen tieferen Sinn, sondern es ist eine Festlegung, die wir getroffen haben und die wir aber auch durchziehen bis ins vierte Schuljahr. Es wiederholt sich ja nachher mit dem Tausender, Zehntausender, Hunderttausender, wiederholen sich die Farben. Deshalb sind die Farben Einer und Blau, Zehner, Rot, Hunderter, Gelb nicht ganz unwichtig, auch für die spätere Zeit. Ja? Wir haben die reine Zahl als Zahldarstellung, wir haben diese Stellenwertschreibweise und wir haben einen Additionsterm, die Plusaufgabe, wie wir zu den Kindern sagen. Und wir haben zum Schluss auch unser Zahlwort geschrieben. Wie helfen wir den Kindern jetzt, diesen Aufbau der Zahlen bis 100 weiter voranzutreiben, diese Zahlvorstellung aufzubauen. Wir haben hierzu Beilagen. Bei jedem neuen Buch sind diese Beilagen dabei. Kartonbeilagen. Einmal sind es die Zehner und die Einer und einmal ist es auch eine Hundertertafel. Ich möchte gerne das Ihnen mal zeigen. So wechsle ich wieder in meine Doku-Cam.
sind Kartonbeilagen, die ganz, die recht dick sind, deshalb auch gut anzufassen und auch stabil. Bisschen zurückgehen. Und wir haben ein Hunderterfeld, ein leeres Hunderterfeld. Ich zeige Ihnen aber auch gleich die Rückseite. Die Rückseite hat Zahlen. Anfang nehmen wir aber das leere Hunderterfeld. Wir legen die Zehner von oben nach unten komplett als Stange auf das Hunderterfeld. Ich habe hier 30, wenn ich die Zahl 43 darstelle. Ich habe 4 Zehner und 3 Einer, die ich gut legen kann. Das schaffen auch die Kinder. Mit dieser Darstellung wird den Kindern auch klar, 4 Zehner, 3 Einer. Eine Aufgabe, die wir immer wieder mal wiederholen müssen. Zurück in meine PowerPoint. Immer wieder wiederholen müssen und die Kinder sollen mit diesen Stangen und mit diesen Zehnern und Einern, also Stangen und Punkten, das auch legen. Das Handlungsorientierte ist mir dabei sehr, sehr wichtig. Das sollen die Kinder immer wieder machen. Es ist schwer genug, den Zahlenraum bis 100 für die Kinder zu erfassen. Das darf man nicht unterschätzen. Verschiedene Zahldarstellungen sind für die Kinder natürlich immer eine interessante Sache. Wie kann ich die Zahl 56 denn noch zeigen, außer mit meinen Zehnerstangen und den Einern? Ich kann sie mit Geld zeigen, mit dem 50-Euro-Schein und 6 1-Euro-Scheinen. Sie kommt auf diesem Schneidermaßband vor. Sie kommt, ich kann sie mit diesen Eierschachteln zeigen, die wir aus dem ersten Schuljahr noch kennen. Ich kann sie in einer Tabelle zeigen, die ihren Vorgänger und ihren Nachfolger zeigt. Oder, und deshalb bewusst die grünen Stangen, ich kann sie auch als Reihen legen, die nicht Zehner sind, die Zahl 56. In diesem Fall sind es Achterstangen und dazu brauche ich 7 Stück. Auch das ist eine Möglichkeit, spricht aber natürlich nicht mehr unserem dezimalen System. Eine ganz andere Sache, wie Zahlen dargestellt werden, finden die Kinder auch ganz interessant. Ich gehe, wenn wir diese Zahldarstellung besprochen haben, auch immer hin und sage den Kindern, ich habe euch eine Zahl mit Musik mitgebracht. Und ich spiele euch diese Zahl mal vor und ihr sollt rausfinden, wie die Zahl heißt. Das mache ich jetzt mit Ihnen auch. So, welche Zahl haben Sie gehört? Die Kinder kommen sehr schnell drauf, dass es tiefe Töne waren und hohe Töne. Und es gibt immer ein Kind, das draufkommt und sagt, ah, ein tiefer Ton, das könnte ein Zehner sein, ein hoher Ton, das könnte ein Einer sein. In der Schule nehme ich ein Xylophon. Hier habe ich jetzt meine Gitarre genommen. Aber das finden die Kinder auch ganz nett, wenn sie oh, ich sehe gerade, jemand hat nichts gehört. Dann mache ich, kann ich es nochmal machen. Die Gitarre mal raus. So, ich hoffe, jetzt haben Sie es gehört. Es waren tiefe Töne, es waren hohe Töne. Und die Kinder kommen sehr schnell drauf, dass die tiefen Töne einen Zehner symbolisieren und die hohen Töne einen Einer darstellen. Und so spiele ich den Kindern ein paar Zahlen vor, wie jetzt gerade eben die Zahl 43, und sie sollen sie finden. Finden sie auch sehr schön. Ungewöhnliche Zahldarstellungen haben wir auch im Bild gemacht. Wir haben im Bild hier große Teddybären und kleine Häschen
Und schnell kommen die Kinder drauf, die Großen sind die Zehner und die Kleinen sollen die Einer sein, ebenso bei den Lastwagen und bei den Bällen. Das sind natürlich Zahldarstellungen, die nichts mit mathematischen Strukturen zu tun haben, aber für die Kinder ist es einfach lustig zu sehen, das Große ist ein Zehner und das Kleine ist ein Einer. Eine ganz besondere Schwierigkeit, das wissen Sie natürlich, sind die Zahlwörter. In unserer Sprache, wo wir zuerst den Einer nennen und dann den Zehner, das birgt natürlich Zündstoff für Zahlendreher. Und diese Zahlendreher sind für die Kinder ganz normal im ersten Halbjahr des zweiten Schuljahres. Bei mir in der Klasse verliert sich's jetzt weitgehend, aber ich habe immer noch Kinder, die das umdrehen. Vor allem natürlich fremdsprachige Kinder, also nicht muttersprachlich deutsche Kinder, die das anders gewohnt sind und jetzt im Kopf umdrehen müssen, die tun sich da schwer. Deshalb immer die Darstellung, dass wir die 50 plus 8 sind 58. Dieses Sprechen ist unheimlich wichtig, dass alle Kinder das auch sprechen. Ja, und deshalb sollen die Kinder diese Zahlen sowohl einerseits wie auch andererseits mit Zahlwörtern legen und Zahlwörter auch wieder in Zahlen übersetzen. Das ist eine unheimlich wichtige Übung, die man auch immer wieder mal einfließen lassen kann, sozusagen als Kopfrechenübung. Die Zahlkarten hier, die Wortkarten hier sind natürlich auch als Beilagen im Mathe-Tiger-Buch dabei, bei einem neuen Buch und können, wenn es wiederverwendet wird, auch nachbestellt werden. Ja, die Sprechweise und nicht logisch ist, nicht bis ins letzte Ende logisch, sondern oft historisch bedingt, wie bei zum Beispiel der 12, soll diese Wortdarstellungen zeigen, die so nicht stimmen. 2 und 10. Die Kinder wissen dann schnell, aha, das ist ein Zehner und das sind zwei Einer, aber diese Zahl heißt nicht 2 und 10, die heißt 12. Und 0 und 30 sprechen wir nicht, sondern wir lassen die 0 in diesem Fall weg, sondern sprechen nur die Zehnerzahl, wenn kein einer da ist. Eigentlich relativ schwierig, muss man schon sagen, im Deutschen, aber die französischen Kinder haben es dann noch ein bisschen schwieriger. 6 und 10 heißt bei uns auch nicht so, obwohl es logisch wäre, sondern wir sprechen 16. 17, 18, 19. Wenn die Kinder die verschiedenen Zahldarstellungen auch kennen, wird zwischen diesen Zahldarstellungen auch hin und her gewechselt. Das heißt, eine Zahldarstellung wie diese hier sollen die Kinder auch als Zahl schreiben oder legen oder als Term schreiben. Das ist eine unheimliche wichtige Übung, aber wenn Sie die Zahlen schreiben, wissen Sie alle, dass die Kinder sich oft schwer tun und diesen Zahlendreher einbauen. Da habe ich eine kleine Hilfestellung für Sie. Nehmen wir da diese meine Webcam. Ich habe die Zahl dargestellt und habe hier die Zahl 35, so soll sie hier heißen und wie soll sie geschrieben werden. Ich rate immer dringend, dass die Kinder auch zuerst den Zehner schreiben. Und diese Hilfestellung, die ich Ihnen geben will, heißt, dass wir, wenn wir die Zahl sprechen, dass wir dann leise zuerst den Zehner sprechen. Also 35, 30. 35. Das hilft manchen Kindern oder es hilft vielen Kindern, dass sie die Zahlen dann richtig schreiben. Dass zuerst der Einer geschrieben wird und dann der Zehner, auch an der richtigen Stelle, das sollten sie vermeiden. Die Schreibweise von links nach rechts, die ist für die Kinder
schon von, die müssen wir einüben, aus mehreren Gründen. Wir haben diese Schreibweise und vor allem, wenn wir nachher in den Hunderterraum oder auch in den Tausenderraum gehen, in den Hunderttausenderraum, dann gibt es alles ein Durcheinander mit dem Vorwärts- und Rückwärtsschreiben. Deshalb sollen sich die Kinder daran gewöhnen, dass sie zuerst den Zehner und dann den Einer schreiben. Nochmal, 43 schreiben die Kinder. 40, 43. Auch das geht natürlich eine ganze Zeit lang, bis die Kinder das verinnerlicht haben. Wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich im Moment das Gefühl habe, die meisten Kinder haben das jetzt geschafft. Ein ganz wichtiges Arbeitsmittel, um den Zahlenraumerweiterung nochmal Vortrieb zu geben, ist der Zahlenstrahl. Der Zahlenstrahl ist noch die lineare Anordnung der Zahlen bis 100 und hat natürlich viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich hier die Nachbarzähler auch zeigen soll, die ich hier am Zahlenstrahl sehr gut ablesen kann. Auch ein Zahlenstrahl in Karton haben wir für die Kinder parat in unseren Beilagen. Auf der Vorderseite sind nur die Zehnerzahlen dargestellt. Auf der Rückseite sind auch klein jede Einerzahl nochmal aufgeschrieben. Ich motiviere die Kinder allerdings immer und sage, nehmt das nur zur Kontrolle. Die Rückseite nehmt die Vorderseite. Dann lernt ihr das schneller mit den Zahlen umzugehen und die Zahlen zu verinnerlichen. Ja, hier sind wir bei den Nachbarzählern und am Zahlenstrahl kann man natürlich auch sehr schön die Zahlensprünge, also die Zahlenfolgen zeigen, die die Kinder hier nachvollziehen können und auch eintragen können. Das Ganze drumherum hilft den Kindern, sich im Zahlenraum bis 100 zu orientieren. Deshalb sollten wir von diesen Dingen auch nichts weglassen. Also zuerst der kardinale Aspekt, das Handelnde mit den Steckwürfeln, diesen Aufbau, dann die Zehner und Einer, das ist schon die symbolische Ebene, die ikonische Ebene und zum Schluss natürlich die reinen Zahlen, die symbolische Ebene. Wenn wir jetzt weitergehen, die nächste Stufe, dann führen wir das 100er Quadrat, das ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, ein. Aber das machen wir über so ein Gitterfeld und wir orientieren uns erstmal links und rechts und oben und unten in einem Gitter mit einer ganz anderen Thematik. Hier sind es Tiere, ihre Behausung und ihr Futter. Und die Kinder sollen Wege in diesem Gitterfeld gehen, um sich in einem Gitterfeld erstmal zu orientieren. Und dann gehen wir weiter zu unserem Hunderterfeld mit den Zahlen. Und auch hier gehen wir Wege. Ich gehe gerade mal wieder in die Doku-Cam. Und auch hier gehen wir Wege. Auf meiner Doku-Cam, die wir mit Hütchen auch fahren können. Wir stehen auf die 1, gehen 3 Felder nach rechts, gehen 4 Felder nach unten, gehen nochmal 3 Felder nach rechts. Auf welcher Zahl stehe ich? Ich stehe auf der 47. Das sind die ersten Begegnungen mit diesem 100er-Feld, in dem ich mich orientiere. Und danach kommen die ganzen Übungen, wie das Lesen der Zahlen in Reihen. Jedes Kind soll mal alle Zahlen gelesen haben. Das ist nicht ganz einfach, aber das soll jedes Kind mal gemacht haben. Und dann lesen wir natürlich auch die Spalten. Und wir stellen dann fest, dass die Einer immer gleich sind in jeder Spalte. Und das Ganze geht natürlich so weiter, dass wir auch noch Diagonalen lesen. 1, 12, 23, 34 und so weiter bis zur Zahl 100.
So bewegen wir uns im Hunderterfeld und die Kinder erkennen die Struktur nach und nach. Erst zum Schluss gehen wir auf die Rechenoperationen ein im Hunderterfeld. Und zwar, was bedeutet es denn, wenn ich ein Feld nach oben gehe? Das bedeutet minus 10. Wenn ich ein Feld nach unten gehe, bedeutet es plus 10. Und das an jeder Stelle in meinem 100er Quadrat. Ein Feld nach rechts ist plus 1 und ein Feld nach links ist minus 1. Mehr machen wir in Klasse 2 nicht. Das kommt dann in Klasse 3. Ja, solche Rätsel im Hunderterfeld, die finden die Kinder natürlich ganz interessant und das sind eben auch Buchstaben und auch Ausschnitte aus dem Hunderterfeld vertiefen diese Vorstellung und diese Struktur des Hunderterfeldes für die Kinder ganz enorm. Das sind alles wichtige Übungen, die sie auch machen sollten. Die Zahlraumerweiterung bis 100. Mein Fazit zu diesem Thema. Die Zahlraumerweiterung, die muss handlungsorientiert erfolgen. Also mit Steckwürfen, die Kinder sollen das in die Hand nehmen. Die Kinder sollen Zehner und Einer legen. Das ist wichtig. Die Aktivitäten zielen alle aufs Zehnersystem mit seiner Struktur Hunderter, Zehner und Einer. Diese unterschiedlichen Zahldarstellungen, die unterstützen die Zahlvorstellung ganz enorm und die ungewöhnlichen Zahldarstellungen, die vertiefen diese Zahlvorstellung nochmal und machen den Kindern auch riesig Spaß. Das Prinzip N-aktiv, ikonisch, symbolisch habe ich jetzt nicht ausführlich erklärt. Ich mache es an dieser Stelle. Es findet, Entschuldigung, durchgängig seine Anwendung. Auch in anderer Reihenfolge. N-aktiv, ikonisch, symbolisch, die Brunnerschen Repräsentationsmodi. Das bedeutet, dass Sie einen Gegenstand, wie jetzt diese Einführung des Zahlenraums bis 100, zuerst handelnd machen. Das ist das allererste, dass wir mit Steckwürfeln diese Zahlen darstellen. Die ikonische Ebene, das ist die zeichnerische Ebene, wenn Sie so wollen, das sind die Striche und die Punkte. Und zum Schluss kommt die symbolische Ebene, das ist die reine Zahlenschrift, beziehungsweise auch die Terme, also diese Plusterme. Das ist die symbolische Ebene. Und in dieser Reihenfolge wird nicht nur der Zahlenraum bis 100 eingeführt, sondern der findet in der ganzen Mathematik immer wieder seine Anwendung. Und wichtig ist, dass das auch nicht nur in dieser Reihenfolge geht, sondern eben auch umgekehrt. Man kann sich dieses N-aktiv ikonisch symbolisch als Dreieck vorstellen. Und zwischen diesen Ebenen wechseln wir immer hin und her. Also auch vom Symbolischen wieder zurück zum N-aktiven, zum Handelnden. Also eine Zahl darstellen mit Steckwürfeln. Ich habe es dieses Jahr wieder erfahren, der Erarbeitung des Zahlenraums muss ausreichend Platz gegeben werden. Das ist grundlegend für unsere Weiterarbeit nachher, erstens mal im zweiten Schuljahr, aber auch für den weiteren Zahlenaufbau im Tausender- und im Millionenbereich. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder diesen Zahlenraum bis 100 ausreichend verinnerlichen können. Natürlich machen sie nicht alle Dinge so lang, bis sie das Gefühl haben, die Kinder können das, sondern sie müssen auch einen Punkt finden, wo sie stoppen. Bei manchen Kindern entwickelt sich diese Zahlvorstellung erst später. Aber sie können damit einigermaßen umgehen erstmal. Und das reicht uns dann auch. Es ist ein Entwicklungsprozess, der bei jedem Kind anders abläuft. Ja, ich komme zu meinem nächsten Thema, das Addieren und Subtrahieren. Und das Addieren und Subtrahieren, das machen wir im Mathe-Tiger und das ist auch sinnvoll so, in Stufen.
zeitversetzt. Das heißt, wir werden eine dieser Rubriken, wie jetzt hier mit den Zehnerzahlen, damit beginnen wir. Vier Zehner plus drei Zehner sind sieben Zehner oder eben 40 plus 30 ist gleich 70. Das ist noch relativ leicht, das finden die Kinder leicht. Und die Lasso-Methode für das Subtrahieren kennen Sie, wenn Sie Klasse 1 Mathe-Tiger kennen. Diese Lasso-Methode, diese ganze Portion wegnehmen, die man sieht, da bietet sich dieses Lasso einfach an und das führen wir auch in Klasse 2 fort. Das nächste ist das Addieren ohne Zehnerübergang. Das ist die nächste Stufe. Da ist zwischendrin aber etwas anderes passiert, Geometrie und ein paar andere Themen. Also das kommt nicht alles direkt nacheinander, sondern zeitversetzt immer wieder in den Stufen. Und hier sehen Sie auch diese symbolische Darstellung. Das soll Sie motivieren, dass Sie das Handeln mit den Kindern auch machen. Hier, also Sie legen die Steckwürfel, die Kinder legen das dazu. Das will der Mathe-Tiger zeigen, so wie jede Kopfillustration, wie wir die oberen Illustrationen nennen, Ihnen zeigen will, wie Sie handlungsorientiert mit den Kindern arbeiten können. Dann ist der Übergang allerdings zur Symbolik, also zu der ikonischen Ebene. Und zum Schluss kommt die symbolische Ebene, also die Terme und die Zahlenschrift. Das Legen, das ist eine Sache, die der Differenzierung unterliegt. Sie werden Kinder haben, die das können, denen das kein Problem macht und die sagen, ich weiß, wie das geht. Und sie werden Kinder haben, die sich einfach noch schwer tun damit. Diese Kinder, die sich schwer tun damit, sollen das auf jeden Fall legen. Und dafür aber einige weniger Aufgaben machen. Die Kinder, die das im Kopf ausrechnen können, sollen das natürlich im Kopf ausrechnen dürfen, ohne zu legen. Aber sie müssen auch überprüfen natürlich, dass die Ergebnisse korrekt sind. Der zweite Schritt ist wieder das Minus und der Tiger nimmt wieder sein Lasso. Auch das machen wir wieder vor. Und das gleiche mit der ikonischen Ebene, also mit der zeichnerischen Ebene und zum Schluss wieder als Rechenebene. Das ganze Zehnerübergang Minus. Die nächste Stufe ist mit Zehnerübergang bei der Addition. Und hier kommt natürlich jetzt eine Sache zum Tragen, die wir zeigen müssen mit Material. 10 Einer kann ich in einen Zehner wechseln. Das legen wir und dann zeigen wir das einmal, dass wir dann übergehen über diesen Zehner, was die Kinder ja aus dem ersten Schuljahr schon bereits kennen. Aber hier gehen wir gleich in die Analogie. Das heißt, wir wenden diese Kenntnis im neuen Zahlenraum in analoger Weise an. Beim Subtrahieren ist es natürlich gerade die Umkehrung. Auch hier wird ein Zehner in 10 Einer umgewandelt, um etwas wegnehmen zu können von dieser Zehnerzahl. Ja, der nächste Schritt ist das Addieren zweistelliger Zahlen mit Zehnerzahlen und auch das Subtrahieren natürlich. Und jetzt sehen Sie, die Schwierigkeit ist hier, dass es oben weggenommen wird. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal am Anfang, aber es lässt sich einfach so am besten darstellen, weil ich das Endergebnis besser sehe. Und dann kommen die zweistelligen Zahlen mit Einerzahlen und Zehnerübergang plus und minus. Und jetzt wird es richtig kompliziert, weil wir die verschiedenen Darstellungen dieses Terms hier aufführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das darzustellen. Einmal mit Steckwürfeln. Und der Timo sagt auch, wie er das macht. Die Lisa nimmt den Zahlenstrahl
oder den Zahlenstrich und zeigt ihre Aufgabe am Zahlenstrahl. Die Emma nimmt das Hunderterfeld und der Louis, der rechnet im Kopf. Das stellen wir den Kindern einmal vor, aber wir zwingen nicht alle Kinder, alle diese Darstellungen anzuwenden. Das ist für viele Kinder eine Überforderung. Gerade schwache Kinder brauchen eine Darstellung, die für sie geeignet ist. Und das wird in vielen Fällen das 100er Quadrat sein. Kinder sollen sich das aber auch aussuchen dürfen. Wenn ein Kind, was selten vorkommt nach meiner Erfahrung, lieber am Zahlenstrahl arbeitet, soll es am Zahlenstrahl arbeiten. Dasselbe gilt natürlich hier für die Subtraktion. Auch hier wieder die verschiedenen Darstellungen und beim zweiten Mal kennen die Kinder dann immer schon die Schüler, die das zeigen. Der Timo, der nimmt wieder die Steckwürfel und ein Lasso. Lisa, Emma, Louis, der im Kopf rechnet, zwar sehr, sehr schlau, was selten bei den Kindern ist, aber es gibt immer Kinder, die zumindest das nachvollziehen können und dann auch anwenden. Deshalb wird es auch mit den Kindern thematisiert, aber wie gesagt, nicht mit allen. So, und jetzt kommen wir natürlich hier schon zum letzten Punkt, nämlich die zweistelligen Zahlen mit zweistelligen Zahlen zu addieren und zu subtrahieren. Und auch hier haben wir Wege, die wir den Kindern einmal vorstellen. Emma hat ihren Weg, das ist der klassische Weg, plus die Zehnerzahl, danach plus den Einer, ergibt das Ergebnis. Der Hamid, der rechnet die Zehner getrennt voneinander, die Einer getrennt voneinander und die beiden Teilergebnisse addiert er dann. Das machen viele Kinder, das wollen auch viele Kinder, aber ich sage Ihnen immer von Anfang an, Kinder, das ist gefährlich. Denn beim Minusrechnen, da kann das schiefgehen. Deshalb ist der Emma-Weg immer ein sicherer Weg. Oder natürlich der Finn-Weg. Plus 8, nämlich zuerst den Einer und dann den Zehner. Und wenn wir das besprochen haben und die Kinder auch das angewendet haben bei den Additionsaufgaben, dann kommt die Subtraktionsaufgabe, die ich den Kindern hier so vorgebe. Ich schreibe an die Tafel 57 plus 34 und teile den Kindern Zettelchen aus. Sie sollen diese Aufgabe jetzt lösen, so wie sie es können. Und das schreiben die Kinder dann ihre Lösung auf ein Zettelchen und bringen in mir nach vorne und ich probiere diese Zettel dann an der Tafel nach verschiedenen Gruppen. Ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Lisa, das ist Annabelle. Annabelle, ich kann das einstellen, dass Sie es auch sehen können. Die Annabelle, die rechnet so brav, wie sie das beim Plus gelernt hat. Sie macht zuerst den Zehner. 54 minus 30 ist 24, 24 minus 7 ist 17. Das hat sie adaptiert von dem Plusrechnen und war erfolgreich damit. Ein anderes Kind, weiß ich nicht mehr, was war, hat den Finn-Weg genommen, nämlich zuerst den Einer subtrahiert und dann den Zehner. Auch er war erfolgreich. Die Leni, die hat das offensichtlich im Kopf gerechnet, hat hier so ein bisschen was hingeschrieben, was nicht so ganz zu erkennen ist. Sie hat 7 minus 4 gleich 2. Ja, nein, könnte auch 3 heißen. 7 minus 4 gleich 3. Hat aber gemerkt, da stimmt was nicht, hat es wieder durchgestrichen, hat dann im Kopf gerechnet und hat zur Kontrolle noch eine Umkehraufgabe gemacht. Das hat sie sehr schlau gemacht, das hat funktioniert. Die Greta hat wieder den Finnweg genommen.
Zuerst minus den Einer und dann den minus den Zehner. Und jetzt der Simon, der rechnet das im Kopf. Der Simon ist tatsächlich ein Kind, der das auch kann. Natürlich sind die nicht alle richtig. Und das besprechen wir auch, ohne die Kinder zu blamieren. Hier hat der Florian den richtigen, den Weg genommen, auch zuerst den Zehner, also den Emma-Weg, so wie wir ihn dann nennen, minus 30 ist 24. Und dann 24 minus 7, hier hat er sich allerdings verrechnet, ist er zu 18 gekommen. Der Niklas hier hat im Kopf gerechnet und hat sich verrechnet. Wenn der um 10 hat er sich verrechnet. Dem Niklas sage ich dann, du musst jetzt die nächsten Aufgaben mit dem langen Emma-Weg rechnen. Wenn du das dann beherrschst, dann kannst du wieder im Kopf rechnen. Und natürlich kommt auch das vor, was der Noel gemacht hat. Der Noel hat das Zahlzeichen verwechselt. Er hat einfach Plus gerechnet anstatt Minus. War noch nicht im Subtrahieren drin. Wenn ich diese Zettelchen alle an der Tafel habe und das mit den Kindern bespreche, dann gehen wir in die Übung. Dann üben wir dieses Subtrahieren. Und es gibt Kinder, denen ich einfach vorgebe, welchen Weg sie nehmen sollen. Den schwachen Kindern gebe ich immer den Emma-Weg vor und sage, du rechnest den Emma-Weg. Den Mia-Weg finden manche Kinder auch interessant. Sie rechnen im Kopf und die 27 nennt man jetzt eine Stützpunktzahl. Entweder schreibt sie die auf oder sie rechnet das im Kopf. Das ist für manche Kinder eine Option, wie wir gerade gesehen haben. Für diesen Simon ist das in der Tat eine Option. Auf was wir auf jeden Fall eingehen müssen, ist auf den Hamid-Weg beim Subtrahieren und sagen, so, der Hamid, 3 minus 8, das geht nicht. 3 minus 8 funktioniert nicht. Viele Kinder, das sagt die Erfahrung, schreiben natürlich 8 minus 3. Und weil das ja funktioniert, das müssen wir ihnen einfach sagen, dass dies immer von links nach rechts gerechnet wird, also dass das nicht erlaubt ist. Addieren und subtrahieren im neuen Zahlenraum. Das erfolgt in Stufen und zwar zeitversetzt. Jede Stufe wird zuerst mal mit Anschauungsmaterial dargestellt. Also dieses Prinzip N-aktiv, ikonisch, symbolisch findet auch hier seine Anwendung. Das ist der Beginn für alle Kinder, auch für die, die nachher kein Material mehr brauchen. Allerdings warne ich Sie vor zu vielen Veranschaulichungen für die schwachen Rechner. Für die ist es weniger, immer mehr. Die brauchen die anderen, diese komplizierten Dinge auch mit dem Zahlenstrahl und diese Kopfrechensachen nicht anzuschauen. Nachdem eine Stufe erarbeitet wurde und verstanden wurde, das ist das Wichtigste, die Kinder müssen es auch verstanden haben, dann wird geübt, geübt, geübt. Das ist einfach unabdingbar, um nachher in die nächste Stufe einzusteigen. Was macht der Mathe-Tiger, um zu üben? Wir haben natürlich ein Schülerbuch, das wir als Buchausgabe oder als Heftausgabe haben. Wir haben dazu ein Arbeitsheft und auch ein Basistraining. Das Basistraining ist ein paralleles Heft zum Arbeitsheft für Kinder, die Förderbedarf haben. Also es ist alternativ zu verstehen, nicht zusätzliches Material. Wir haben einen Rechentiger als Kopfrechenübungsheftchen und wir haben viele, viele Kopiervorlagen, haben Lerntheken, 64 Lerntheken, die zu jeder Einheit passen und die sie den Kindern auch darlegen können. Und wir haben einen Ordner mit Arbeitsblättern, die dreifach differenziert sind, zu allen Themen aus dem Mathe-Tiger 2. Da dieser Ordner aber lehrwerksunabhängig auch verwendet werden kann, ist er nach Themen geordnet und nicht so wie im Mathe-Tiger
strukturiert und aufgebaut, sondern nach Themen. Wenn Sie jetzt was brauchen zum Addieren mit zweistelligen Zahlen, dann finden Sie das ganz schnell bei den Arbeitsblättern in dreifach differenzierter Weise. Ja, wir haben ein Handbuch und dieses Handbuch ist für uns immer der Kern für die Lehrerin, wo wir darlegen, wie wir uns Unterricht mit dem Mathe-Tiger vorstellen. Jede Handbuchseite hat ein Screenshot von der Seite und ist gleich aufgebaut. Es kommt zuerst mal, die Kompetenzen werden gezeigt, die inhaltsbezogenen Bereiche, die prozessbezogenen Bereiche werden dargestellt. Das werden Sie nicht immer lesen, wenn Sie bei der eiligen Vorbereitung sind. Wichtig natürlich ist es trotzdem, weil es ist das, was unser Bildungsplan uns vorschreibt. Wichtig für Sie sind aber natürlich die Arbeitsmittel, die Sie für diesen Unterricht brauchen. Hier steht zum Beispiel rote Steckwürfel in Zehnerstangen. Die Kopiervorlage sind die Zehnerzahlen bis 100 und die Zehnerzahlen bis 100 als Kopiervorlage für die Kinder. Das ist die Seite, wo wir die Zehnerzahlen aufbauen am Anfang. Ja, das ist natürlich für Sie wichtig. Wir machen Vorbemerkungen im Gestaltungsvorschlag für den Unterricht. Die sind didaktisch-methodischer Natur. Ja. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich dieser Punkt gemeinsames Lernen. Hier schlagen wir vor, wie Sie den Unterricht handlungsorientiert aufbauen können mit den Kindern. Das ist mit Sicherheit die wichtigste Rubrik, die wir im Handbuch haben. Und wie wir das uns vorstellen, ist immer erprobt. Wir sind das Autorenteam, wir sind alles Lehrer, stehen jeden Tag in der Klasse, so wie Sie. Das ist trotzdem ein Gestaltungsvorschlag. Es gibt viele Möglichkeiten, Unterricht darzustellen. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber das ist eine Weise, die erprobt ist und die auch funktioniert. Das nächste Kapitel ist das kooperative und individuelle Arbeiten. Hier wird beschrieben, wie Sie mit den Seiten im Mathe-Tiger umgehen. Aber das ist meistens selbsterklärend, deshalb auch nicht die wichtigste Rubrik im Handbuch. Wir haben aber hier weitere Materialien zur Übung Differenzierung. Hier wird aufgeführt, was im Arbeitsheft, was im Basistraining, was im Rechentiger gemacht werden kann, was dazu passt. Und auch die Lerntheken werden hier erwähnt. Und zum Schluss gibt es noch eine erweiterte Lernumgebung. Das ist das Internetangebot, auf das ich hier jetzt überhaupt nicht eingehe. Beim Erstellen des Handbuchs war uns wichtig, dass wir der fachfremd unterrichtenden Lehrerin, und das sind zwischen 70 und 80%, ein Werkzeug in die Hand geben, die es ihr ermöglicht, einen didaktisch und methodisch richtig fachlich richtigen, einen interessanten, einen abwechslungsreichen und einen korrekten Mathematikunterricht durchzuführen. Deshalb dieses aufwendige Handbuch, mit dem Sie unseres Erachtens auch wirklich den Unterricht interessant und didaktisch methodisch korrekt gestalten können. So, zum Schluss, ich sehe, wir sind schon ziemlich weit, möchte ich noch schnell aufs Einmaleintauf gehen. Das ist natürlich was, auf das sich die Kinder riesig freuen, dass sie endlich mal lernen. Und natürlich beginnen wir wie immer handlungsorientiert. Es gibt zwei Bereiche beim Multiplizieren, nämlich das zeitlich sukzessive, also dieses nacheinander abfolgende. Und der zweite Bereich ist das räumlich simultane, wo ich eine Malaufgabe mit einem Blick erfassen kann. Und das machen wir auch. Ich schicke ein Kind, was ich schon vorbereitet habe, hinten in die Klasse und sage, hol mir bitte vier Stifte in den Becher da hinten und dann gehst du bitte nochmal, holst mir nochmal vier Stifte. Also das machen wir auch. Und dann schreiben wir an die Tafel auch wie viele Stifte habe ich? Jetzt kommt die Plusaufgabe, 4 mal 4, 4 plus 4 plus 4 ist gleich 12. Jetzt führen wir das Mal auf. Kinder, jetzt gibt es Malaufgaben.
Und wir führen ein diese Schreibweise 3 mal 4 gleich 12. Das machen wir natürlich mehrfach mit mehreren Durchgängen. Wieder ist es bei diese Kopf-ILU im Buch, die uns motivieren soll, das auch zu machen. Also wir müssen das auch holen. Und die Kinder schicken, Bücher holen, immer 4 Bücher, immer 6 Bücher, das viermal, dreimal. Einfach, dass dieses Operationsverständnis für die Multiplikation aufgebaut werden kann. Ja, jetzt kommen viele Übungen. Ich muss schaue auf die Uhr, kürze auch etwas ab. Und wir haben hier diese räumlich simultane Darstellung, die hier dargegeben ist mit Äpfeln und Schüsseln, mit Kuchen. Und hier haben wir nochmal eine zeitlich sukzessive Darstellung, nämlich dreimal täglich 10 Tropfen. Das ist wieder dieses zeitlich sukzessive. Schön ist es natürlich, wenn wir die Reihen dann auch mit den Steckwürfeln aufbauen, immer eine Plus- und eine Malaufgabe schreiben. Das ist ganz wichtig am Anfang, dass die Kinder die Multiplikation als fortgesetzte Addition verstehen. Dass wir in der Umwelt sehr viele Malaufgaben entdecken können, das zeigt sich in den Verpackungen hier, in den Beispielen, für die Kinder auch mitbringen sollen und Ausstellungen aufbauen. Ich bin mit den Kindern auch schon rausgegangen und wir haben Häuser angeguckt und Malaufgaben gesucht. Und bei den Fenstern finden sie immer wunderschöne Malaufgaben mit den Kindern. Das Handlungsorientierte kommt natürlich auch zum Tragen und hier machen wir Punktebilder mit Korken. Da werden wir auch gleich die Tauschaufgaben einführen, dass ich 4 mal 6 und 6 mal 4 das Bild einfach umdrehen kann und ich habe das gleiche Ergebnis. Und ganz wichtig ist auch die Umkehrung, die Reversibilität. Und jetzt also stemple das Punktebild 8 mal 2. Und jetzt möchte ich Ihnen, deshalb habe ich die Rechenmaschine hier gezeigt, noch eine Sache zeigen, wo Sie das Verständnis für den Kindern überprüfen können für die Multiplikation. Das machen Sie erst, nachdem Sie eine Weile mit den Kindern multipliziert haben. Sie geben den Kindern die Aufgabe, sie sollen die an der Rechenmaschine sollen sie, klein machen, sollen sie eine Malaufgabe zeigen, zum Beispiel, ich sage jetzt 3 mal 4. Und jetzt werden Sie Kinder beobachten, die gehen hin und machen 3 mal 4. Dann frage ich sie natürlich auch, wie viel hast du denn? Dann sagen sie, ja, 7. Ja, ist das die Malaufgabe? Nein, das ist nicht die Malaufgabe. Das müssen die Kinder lernen, dass sie haben 1 mal 4, 2 mal 4, 3 mal 4. Und jetzt habe ich diese 12, was das Ergebnis ist. Also das ist eine Übung, die man auf jeden Fall mit den Kindern mal machen soll, wo sie dann auch zeigen, 1 mal 6, 2 mal 6, 3 mal 6, 4 mal 6 und so weiter. Eine Übung, nachdem die Multiplikation aber schon eingeführt wurde, um das Verständnis, das Operationsverständnis zu überprüfen. Wir lernen, nachdem wir die Multiplikation als Operation eingeführt haben, dann die Reihen. Auch das natürlich wieder zeitversetzt. Und wir beginnen mit der Zehnerreihe 10, 20, 30, immer in Verbindung mit etwas, was wir auch handlungsorientiert machen können. Ich habe Schachteln, ja, Eier kann ich Steckwürfel nehmen, die wir füllen. Und dann kommt immer die gleiche Abfolge. Es kommt, dass wir die Zehnerreihe einmal geordnet aufschreiben müssen. Einmal in der Tabelle, einmal geordnet aufschreiben. Und dann bekommen die Kinder diese Karten. Das ist auch eine Beilagenkarte.
Und hier ist das 1x1, die Zehnerreihe drauf. Und das ist zum Abhören. Auf der Rückseite steht nämlich das Ergebnis drauf. Das ist, dass die Kinder sich gegenseitig diese Reihen abfragen können. Wir haben das natürlich auch für die Fünferreihe und wir haben das für die Zweierreihe. Das zieht sich durch. Und wenn ich die Fünfer, die Zweier und die Zehnerreihe habe und alle Tauschaufgaben auch gelernt habe, dann habe ich schon so viel wie die grünen Malaufgaben. Die können wir schon. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig, die weißen, die wir noch lernen müssen. Und jetzt kommen natürlich auch noch die Kernaufgaben dazu. Kernaufgaben sind diese grünen Aufgaben, wie sie auf meiner Karte auch, auf meiner Übungskarte auch grün waren. Und die müssen die Kinder auswendig können. Die müssen sie lernen und das fällt ihnen auch nicht sonderlich schwer. Wir gehen nach einer gewissen Zeit rein und gehen zum 1x1 mit 4, mit 8 und dann nochmal mit 2, 4 und 8. Hier bauen wir die Zweierreihe mit Steckwürfeln auf die Viererreihe als Verdoppelung der Zweierreihe. Und das soll sie natürlich wieder motivieren, dass sie das auch machen mit den Kindern. Die Tabelle sieht dann so aus: die Zweierreihe plus die Zweierreihe, das gibt die Viererreihe. Viererreihe plus die Viererreihe, das gibt die Achterreihe. Die Achterreihe zu lernen, das fällt den Kindern schwer. Nach einer gewissen Zeit kommen Dreier, Sechser, Neuner. Ja? Wieder natürlich mit Anschauungsmaterial oder mit Verdoppeln oder mit einem Trick, dass ich nämlich auch die Zehnerreihe minus die eine Reihe immer einen wegnehmen kann und dann erhalte ich die Neunerreihe. Den Zusammenhang der einzelnen Reihen, den zeigen wir am besten am Zahlenstrahl. Das ist das, was die Kinder auch sehr gut nachvollziehen können. Und zur Übung haben wir ein lustiges Spielchen, das ich Ihnen nur empfehlen kann. Die Kinder machen es wahnsinnig gern. Sie nehmen so einen kleinen Schwamm, den sie nass machen und malen diese Zielscheibe so, wie sie hier ist, an die Tafel, ziemlich groß. Und es gibt zwei Gruppen. Und jetzt darf jedes Kind einmal auf die Tafel werfen und mit dem feuchten Schwamm. Und der feuchte Schwamm hinterlässt einen Abdruck. Und wenn der Ring berührt wird, dann erhält die Gruppe so viele Punkte, wie das Kind getroffen hat. Das finden Sie also unheimlich lustig natürlich und auch spannend. Und ich kann Ihnen versichern aus Erfahrung, es reicht, 2 Meter Abstand zu nehmen, auch wenn Sie einen ganzen Meter diesen großen Kreis machen, also über die ganze Tafelgröße. Es reichen 2 Meter Abstand. Es gibt Kinder, die treffen das trotzdem nicht. Aber das machen sie wahnsinnig gern. Das ist auch eine schöne Übung. Zum Schluss kommt noch die 7er-Reihe. Ja, die 7er-Reihe ist die letzte Reihe, die wir einführen. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, sie auf jeden Fall im zweiten Schuljahr auch reinzunehmen, damit sie alle Reihe vollständig haben. Nicht alle Bildungspläne verlangen das, aber ich empfehle es Ihnen dringend, die 7er-Reihe hier an einem Beispiel, hier das Beispiel beim Völkerballturnier, es reinzunehmen und die 7er-Reihe auch zu lernen. Wenn wir alle Reihen eingeführt haben, dann üben wir alle Reihen des 1x1. Und zwar haben wir einen 1x1-Pass, den wir hier haben. Die Anleitung steht dabei. Und es gibt eine Abfolge, dass die Kinder dann einen 1x1-Pass kriegen. Aber sie haben nur die Reihen geübt. Nämlich die Einführung der Multiplikation erfolgt auch wieder handlungsorientiert. Und zwar zeitlich sukzessive und räumlich simultan. Die Kinder müssen die Multiplikation als fortgesetzte Addition verstanden haben. Die 1x1-Reihen, die sollen in sinnvollen Zahlengruppen, die ein vernetztes Denken ermöglichen, eingeführt werden. 3 1x1-Reihen in einer Gruppe, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, das ist schon ziemlich viel. Aber der Zusammenhang der einzelnen Reihen,
also dieses vernetzte Denken ist nicht allen Kindern möglich. Sie sehen das nicht sofort. Dann vertiefen sie es auch nicht weiter. Irgendwann erkennen die Kinder diesen Zusammenhang. Es werden nur die Reihen geübt und auswendig gelernt. Und das müssen Sie auch immer wieder mal überprüfen. Lassen Sie die Kinder das aufsagen. Diese Automatisierung des kleinen Einmaleins, also dieses perfekte Auswendigkönnen, das kommt erst in Klasse 3. Und interessanter Nebeneffekt, den ich immer wieder feststelle, ist es so, dass manche Kinder diesen Zahlenraum bis 100 erst mit der vielfältigen Beschäftigung mit der Multiplikation erfassen. Das heißt, sie bauen den Zahlenraum über diese multiplikative Darstellung nochmal neu auf und haben dann den Zahlenraum erfasst. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, das geht bei manchen Kindern sehr lange. Und immer wieder stelle ich fest, dass es beim Hunderter, bei der Multiplikation der Hunderter nochmal neu erfasst wird für die Kinder, was eine Vertiefung oder vielleicht sogar die erstmalige Erschließung des Zahlenraums bis 100 darstellt. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin am Ende, habe etwas überzogen. Ich biete Ihnen an, dass Sie mich gerne anschreiben dürfen, wenn Sie noch Fragen haben. Ich habe hier noch 10 Regeln des Mathematikunterrichts, die ich im Heft Grundschule schon vor über 20 Jahren gefunden habe. Ich finde sie immer noch gut, die man vor jeder Mathestunde lesen kann. Wir gehen sie nicht durch. Sie haben sie im Skript nachher. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und habe hier noch zum Schluss den QR-Code, wo Sie die Produkte des Mathe-Tigers im Online-Shop finden können. Lieber Klaus-Dieter Zeckel, ich darf dich jetzt bitten, die